Der Telefontalk im WDR Fernsehen. 0800 220 5050. Domian. Anrufen und reden. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht auch wieder eine freie Themensendung, heute Abend eine freie Themensendung. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft einfach an. Ruft an 0800 220 50 51 oder faxt 0800 220 50 51 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Und wenn ihr faxt oder mailt, dann schreibt bitte unbedingt eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann auch so schnell wie möglich zurückrufen können, um eventuell dann auch hier in die Sendung zu stellen. Also meine ganz normale Frage lautet an euch, was brennt euch auf den Nägeln und über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die erste Anruferin heute Nacht heißt Kim, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Kim, ich grüße dich. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ja, ich stecke in einer Zwickmühle und zwar habe ich zwei Seiten an mir. Und zum einen, ich mache eine Ausbildung und habe da mit Kindern zu tun. Und zum anderen Mal, wenn ich damit fertig bin, nach dem Feierabend, gehe ich in einen Elpuff und arbeite dort. Als Hure? Als Hure, genau. Also der erste Beruf ist, das hört sich so an, nach Kindergärtnerin? Ja, sowas in etwa. Sowas in der Richtung. Ja. Wie lange gehst du schon in diesen Elpuff? Ja, seit gut einem Monat. Seit einem Monat erst? Ja. Warum machst du das? Warum mache ich das? Ja, sagen wir mal so, es macht mir Spaß, da alles Mögliche ausprobieren an Rollenspielen und so weiter. Ja. Du machst es nur aus Spaßgründen? Und auch aus dem Grund, weil man da sehr viel gut verdienen kann. Wie viel verdient man denn da? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also du bist einen Monat jetzt dabei? Einen Monat, genau. Kannst du noch nicht so sehr viel sagen, aber du kannst sagen, was du jetzt in diesem einen Monat verdient hast zum Beispiel. Ja, verdient habe ich um die 2000 Euro. 2000 Euro? Ja. Und wie viel, in Anführungszeichen, Einsätze hast du da? Pro Nacht, pro Abend? Pro Abend passiert das, dass man 2 bis 3 Einsätze hat. Mhm. Meistens, wenn da auch viel los ist, passiert das, dass man 5 bis 6 Einsätze hat. Ja. Ich bin sicher, dass du dich jetzt an deinen allerersten, ich sag es mal, Kunden oder den allerersten Einsatz sehr gut erinnern kannst. Wie war das? Erzähl mal. Ja, ich war sehr aufgeregt, aber war auch ziemlich neugierig. Mhm. Und der Kunde, der war auch ziemlich liebenswürdig. Also ich habe ihm auch erzählt, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ach so. Das hat dir dann schon so ein bisschen die Angst genommen. Ja, genau. Ja. War es dir jetzt vielleicht nicht bei dem allerersten, aber bei den dann folgenden, war es dir nicht auch ein bisschen unangenehm oder gar ekelhaft, mit wildfremden Menschen ins Bett zu gehen, Sex in allen Varianten vielleicht machen zu müssen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Mhm. Das war einfach diese Lust, die man dazu hatte und die ich immer noch dazu habe. Verstehe ich das richtig, dass eigentlich die Lust die Hauptmotivation ist, das zu machen und nicht das Geld? Ich würde mal sagen, so ein Mittelmaß. Mhm. Also die Lust ist schon sehr da. Ich bin auch noch gerade so im Anfang und werde da auch weiter reingeführt. Ich habe so gelernt von vielen Gesprächen mit Huren, dass irgendwie so ein Ehrenkodex besteht unter den Mädels, dass die selbst eigentlich keine Lust bei ihrer Arbeit empfinden. Das ist Arbeit und das andere ist Privatleben. Das heißt, dass sie keinen Orgasmus selbst erleben bei ihrer Arbeit. Wie ist es denn bei dir? Wenn man noch gerade am Anfang ist, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da schon weiter drin ist, aber wenn man noch gerade am Anfang ist, da hat man schon dieses Lustgefühl. Mhm. Und bei uns gibt es auch einen Ehrenkodex. Alles kann, aber muss nicht. Ja. Das heißt, wo sind denn bei dir die Grenzen, wo du sagst, also, so weit gehe ich und da ist Schluss, das mache ich nicht mit? Bei mir sind die Grenzen, wenn etwas ohne Schutz passiert, mhm, und Aufnahme ohne Schutz. Also Aufnahme eben denen sagen. Was heißt Aufnahme? Wenn man oral schluckt. Ach so. Das wäre für mich die Grenze. Ja. Sonst. Stelle ich mir vor, ja auch gar nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Einfach
in so ein Milieu reinzukommen oder an so einen Club zu kommen? Wie hast du das gemacht? Ich habe das eigentlich ganz einfach gehabt durch eine Zeitungsanzeige. Mhm. Und habe mich auch direkt vorgestellt. Ja. Und den ersten Tag, den ich dann angefangen habe zu arbeiten, da habe ich auch direkt den ersten Kunden gehabt. Also und wir nennen nicht Kunden, sondern wir nennen Gast. So. Wie sieht so eine Vorstellung in einem solchen Edelpuff aus? Die Räumlichkeit, also zum Beispiel bei uns ist es ganz ist ein großes Haus und die Räumlichkeit ist verschieden. Nee, ich meinte jetzt deine Vorstellung. Du gehst also dahin und sagst, ich möchte hier arbeiten. Was fragt man dich? Was musst du da machen? Musst du dich vielleicht sogar ganz ausziehen, damit die sehen, wie du gebaut bist? Nee. Da findet ein Vorstellungsgespräch statt. Man erzählt, ob man es schon mal gemacht hat oder nicht. Mhm. Und dann wird man da so leicht angetastet. Immer weiter reingeführt. Was heißt leicht angetastet? Die befühlen dich oder was? Nee, ich meine die Hinsicht, die nehmen dich und wenn man den ersten Kunden hat, dann sagt man auch schon dabei sein, die Leiterin, die das macht, dass man zum ersten Mal sowas macht. Ja. Und das heißt dann eben leicht angetastet. Das nennt man leicht angetastet. Ja. Ich gehe davon aus, dass du auch eine sehr attraktive junge Frau bist. Sonst hätte man dich wahrscheinlich gerade in solchen... Ja, geht. Also ich sag mal so, schlank bin ich schon, ja. Ja. Welche Haarfarbe? Ich will einfach ein Bild haben. Ich habe meine Haarfarbe blond gefärbt. Blond? Ist das irgendwie gang und gäbe? Also kommt man besser? Nee, eigentlich nicht. Viele der Kolleginnen haben auch andere Haarfarben wie rot und braun und schwarz. Kim. Ein Monat Edelprostituierte, tagsüber sowas Ähnliches wie Kindergärtnerin. Ja. Wer weiß davon, außer ich und ein paar andere jetzt auch noch? Drei meiner besten Freundinnen. Drei der besten Freundinnen. Das heißt, die Eltern, die Familie weiß es nicht? Nee. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nee. Nicht mehr. Hast du einen Freund? Ja, habe ich. Du hast einen Freund? Ja. Der weiß das aber auch nicht. Der weiß es auch nicht? Ja. Bist du wahnsinnig? Was heißt wahnsinnig? Ich habe es mir vorgenommen, den es in späterer Zukunft, wenn ich selbst den Mut dazu gefasst habe, es in der späteren Zukunft zu sagen. Aber Kim, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Mein Freund bin ich schon 2 Jahre zusammen. Also das ist eine solide, richtige Beziehung, 2 Jahre zusammen. Ja. Wie ist die Beziehung? Ist es eine gute Beziehung, innige Beziehung? Es ist eine gute Beziehung, aber ich muss dazu sagen, wir sehen uns nicht gerade sehr häufig, sondern durchs Arbeiten immer seltener. Was heißt das? Eine Wochenendbeziehung? Nicht eine Wochenendbeziehung. Wir sehen uns auch tagsüber vielleicht mal so 2 Stunden. Ach so, also ist doch ein regelmäßiger Kontakt da? Ja, regelmäßiger Kontakt schon da. Und du hast da überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, dass du deinen Freund... Schlechtes Gewissen schon, aber ich muss erstmal, besser gesagt, den Mut dazu finden. Na, aber du hast ja schon den Mut gefunden, jetzt so einen Schritt zu machen und doch zu arbeiten. Und du hast nicht den Mut, das deinem Freund zu sagen. Ja, das ist gerade nicht gerade gut für mich. Ja, ich finde es auch völlig beschissen, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich selber finde es auch beschissen. Ich meine, du riskierst ja deine Freundschaft, deine Beziehung, deine Liebe riskierst du. Ja. Wahrscheinlich wird dein Freund aus allen Wolken fallen, wenn er das erfährt. Oder wie schätzt du es ein? Ja, ich meine, er ist nicht gerade so, dass man ihn leicht von der Klippe stürzen könnte. Na gut, so weit wollen wir es jetzt nicht hoffen, aber, ja, aber er wird sicher auch nicht sagen, oh cool, Kim geht jetzt in Edelpuff und das ist meine Freundin hier, ich bin stolz auf sie, oder? Nee, toll finden wird er es nicht gerade, aber er wird bestimmt irgendwann mal sagen, okay, wo ist es und ich kann es ja auch versuchen zu ändern und wenn nicht, dann geht es eben nicht. So, wie lange hast du jetzt noch vor, das geheime Spielchen zu spielen? Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Interpretiere ich das richtig, dass du bei mir angerufen hast und die Situation mir auch erzählt hast? Das ist ja auch schon eine gewisse Sache, jetzt hier in aller Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass dir schon irgendwie mulmig ist in der ganzen Konstellation. Geht. Oh. Aber du hast ja angerufen. Ja, ich habe ja angerufen, genau. Also mulmig in der Hinsicht nicht so gerade, weil ich ein bisschen ein sicheres Gefühl habe, ich bin mein eigenes vier Wänden und telefoniere da mit dir und denk aber nicht gerade darüber nach, dass andere das alle mithören können. Nein, ich meine mulmig so, was deine Grundsituation anbelangt, dass du eben das im Geheimen praktizierst und damit deinen Freund zu sehr hintergehst.
Ich finde das eine ganz schlechte Grundlage, um nicht zu sagen, gar keine Grundlage für eine Beziehung. Das ist gar nicht diskutabel. Ich finde, dass du das ganz schleunigst ändern musst. Entweder hörst du damit auf oder du gießt deinem Freund reinen Wein ein und dann müsst ihr das halt ausdiskutieren, ob er damit leben kann. Ich meine, das gibt es ja auch. Ja, also aber gar keine Frage. Vorgehabt habe ich Ihnen schon zu sagen. Ich bitte darum, aber ganz schnell. In kürzester Zeit, ja. Ja, wir haben jetzt ein langes Wochenende vor uns. Da besteht die Möglichkeit, wenn du nicht zu sehr arbeitsmäßig im Einsatz bist, dass du das machen könntest. Ja. Mann, Kim, ich finde es wirklich nicht in Ordnung. Also wenn sich jemand, eine Frau dafür entscheidet, in diesen Job zu gehen und das ihr Ding ist, ist es okay. Aber immer auf einer klaren, sauberen, ehrlichen Basis und nicht so ein... Stell dir mal vor, der erfährt das irgendwie um 1000 Ecken von irgendjemandem. Ja, hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass du den Mut findest, so schnell wie möglich ihm das zu sagen. Ja, und der springende Punkt war eben, dass ich auch in der Zwickmühle stehe. Und dass zwei meiner besten Freundinnen sagen, das ist ganz normal, also wenn ich Spaß dran habe, okay, und wenn nicht, soll ich damit aufhören. Aber die drittbeste Freundin sagte, ich sollte sofort damit aufhören, das wäre nichts für mich und ich müsste doch an meine Ausbildung denken. Finde ich eigentlich auch, dass die Ausbildung wichtiger ist. Aber jetzt bring erstmal dein Privatleben richtig in Ordnung. Und da musst du natürlich in dich hineinhören, ob das dann für dich auch eine Sache ist. Aber die Ausbildung ist natürlich auch äußerst wichtig. Ja, viel klar. Wichtig. Liebe Kim, ja. In diesem Sinne, und das Wochenende ist lang, da kann man gut reden und lange reden. Ja. Alles Gute. Na, tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich an, 0800, das ist hier eine Live-Telefon-Talkshow. Und wir können über alles reden, was euch interessiert. 0800 220 5050, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer draufschreiben. So, jetzt geht's weiter mit einer jungen Dame, die heißt Helen, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Helen. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem. Es geht darum, ich bin als Kind mehrere Jahre vergewaltigt worden. Wie alt warst du da? Das hat angefangen, wie ich 10 war und hat aufgehört, wie ich knapp 13 war. Wer hat das getan? Das war ein Bekannter der Familie. Mhm. Erzähl mal weiter erst. Und jetzt geht es darum, mein Problem ist das, ich habe jetzt seit ein paar Monaten einen ganz, ganz lieben Freund, der weiß aber davon nichts. Und ich weiß einerseits nicht, ob ich es ihm sagen soll und wenn, wie ich es ihm sagen soll. Weil ich hatte das Problem schon mal. Ich hatte schon eine mehrjährige Beziehung gehabt. Ja. Und dieser Mann hat mich dann deswegen verlassen. Weil du ihm das gesagt hast? Ja, auch. Es ging dann darum, ich hatte dann mächtige Probleme bekommen. Ich war also auch sehr lange tablettenabhängig. Und habe mir meinen gesamten Körper zerschnitten. Und damit kam er dann überhaupt nicht klar und sagte dann immer nur, ja, vergiss das endlich und nerv mich nicht damit. Helen, ich würde gerne mal die Zeit zurückspulen. Du bist jetzt 23 Jahre, habe ich gerade gesagt. Du hast gerade erzählt, dass das im Alter von 10 bis 13 passiert ist. Ein Bekannter der Familie. Ja. Hat das damals irgendjemand mitbekommen? Nein. Du hast es auch niemandem gesagt? Nee. Du bist über 3 Jahre als Kind vergewaltigt worden. Mhm. Und wir nehmen das Wort vergewaltigt wörtlich. Das heißt, dieser Mann hat dich regelmäßig zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Genau. Wo hat er das gemacht? Bei euch in der Wohnung? Nein, nein. Also das war an verschiedenen Orten. Mal bei ihm zu Hause, mal im Auto, im Wald. Wie kam es dann überhaupt, dass der Kontakt immer wieder zustande kam, über einen Zeitraum von 3 Jahren? Das war mein privater Musiklehrer. Ach so. Und hat er dich bedroht? Hat er damals gesagt, hier, wenn Helen, wenn du irgendetwas weiter sagst, dann passiert das und das? Ja, auf jeden Fall. Also wie hat er gedroht? Einmal gedroht, eben mich selber umzubringen. Dich selbst? Ja. Und hat mir das auch oftmals mit Schlägen sehr gut angedeutet. Was für eine schreckliche Situation. Das war dein Musiklehrer. Das heißt, deine Eltern sind guten Glaubens gewesen. Das Mädel geht jetzt zum Musikunterricht. Genau. Und haben dich wahrscheinlich auch noch gedrängt. Du musst los. Es ist jetzt genau. Unterricht. Also ich meine, ich
mache meinen Eltern schon irgendwo Vorwürfe, weil es gab Anzeichen genug dafür. Ich habe es zwar nie deutlich ausgesprochen, aber... Du meinst, die hätten das irgendwie, hätten dies merken müssen, dass mit der Tochter was nicht in Ordnung ist? Ja. Also ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, dahin zu gehen und da kam halt dann nur, und wenn wir dich an den Haaren hinschleifen. Musikunterricht hat man ja in der Regel so einmal in der Woche. Ja, anfangs war es öfters. War es denn jedes Mal, wenn du zum Musikunterricht gegangen bist, hat er das gemacht oder gab es auch mal... Also es war schon jedes Mal. Jedes Mal. Also es kam auch vor, dass ich auf verschiedene Lehrgänge mit musste, wo ich dann wirklich eine Woche mit ihm zusammen war. Das heißt, wir wollen uns gar nicht die Zahl vorstellen, wie oft du vergewaltigt worden bist. Das kann ich auch nicht mehr zählen. Ja. Was für eine Hölle du da durchgemacht hast als junges Mädchen. Als Kind. Als Kind. Wie hat es dann aufgehört mit 13? Das war dann, als ich mich eigentlich dann eben durchgesetzt hatte und habe gesagt, Schluss aus, ich mache jetzt keine Musik mehr. Und obwohl mir eigentlich die Musik alles bedeutet hat. Was war das für ein Instrument, was du gelernt hast? Das war Trompete. Trompete. Und das habe ich über alles geliebt. Und aber dann hast du dich durch... heute die Musik noch viel, aber... Ja. Du hast dich dann durchsetzen können und hast gesagt, ich möchte es nicht mehr machen. Die Eltern haben das auch akzeptiert dann. Ja, also ich habe dann irgendwann, ich sage mal, meine Eltern, die haben dann irgendwann gemeint, ich drehe durch, weil ich eigentlich dann ziemlich rebellisch geworden bin. Und ist dieser Mann angezeigt worden? Nein. Warum nicht? Angst. Vor was? Dass er vielleicht wirklich seine Drohung wahrmacht. Und auch, wie das heißt, gesagt, also es das war heißt, so, dass er mich wirklich auch massiv verprügelt hat und mir das damit zu verstehen gegeben, dass er eben keinen Spaß damit versteht, dass er das eben auch wahr machen würde. Aber das heißt, dieses Schwein läuft noch frei rum, ja. Dieses Dreckschwein läuft immer noch frei rum. Ja. Und dieses Dreckschwein unterrichtet womöglich nach wie vor junge Mädchen. Ja. Du hast so viel mitgemacht, Helen. Was ich mitbekommen habe, macht er es zwar nicht mehr. Ja, das wird man nicht nach außen so merken. Aber ob, also wie gesagt, meine Eltern haben schon noch Kontakt zu ihm. Er ist zwar jetzt, also er hatte früher im selben Ort gewohnt, er ist jetzt sehr weit weggezogen. Ich muss ihn also auch nicht mehr sehen. Du hast so viel mitgemacht. Deine Seele, dein Inneres ist so verletzt worden. Du hast ja gerade auch gesagt, wie dein Körper darauf reagiert hat. Du bist tablettenabhängig gewesen, hast dich selbst verletzt. Warst du mal in einer richtigen Therapie? Hast du dich therapeutisch behandelt? Ich war mal 4 Monate in einer Klinik. Aber ich sag mal so, ich habe gelernt, damit zu leben. Aber es ist doch oftmals sehr, sehr schwer. Auch gerade das Problem, was ich im Moment habe, macht es mir nicht gerade leichter. Kannst du überhaupt mit einem Mann entspannt, ganz normal, was man so normal nennt und wie man sich Normalität vorstellt, schlafen und Sexualität genießen? Manchmal. Also ich muss sagen, gut, Ich will dir mal was sagen, Helen. Ich habe gerade so 3 Sachen im Kopf. Die eine Sache ist, der ist immer noch auf freiem Fuß, dieser Mann. Ja. Die andere Sache ist, das, über was wir jetzt gerade sprechen, dass du eigentlich dringend Hilfe brauchst, dass du dringend langfristig professionelle Hilfe brauchst. Und das Dritte ist die Thematik, mit der du gerade das Gespräch angefangen hast. Soll ich, darf ich, kann ich das meinem jetzigen Partner erzählen, was da passiert ist? Ja. Ich möchte bei dem letzten Punkt jetzt anfangen. Mhm. Ich finde ja, ich finde, dass eine Partnerschaft, eine Liebe natürlich dafür da ist, dass man das, was vielleicht das Gravierendste im Leben bisher war, und das war für dich mit Sicherheit im negativen Sinn das Erschütterndste, was in deinem Leben passiert ist, dass eine Partnerschaft das aushalten muss oder sogar nicht aushalten, auffangen muss sogar. Ja, ich sag mal so, ich meine, er sieht ja auch die Narben überall. Ich meine, so Schnittverletzungen, die hinterlassen. Ich finde sogar, dass der Partner Anrecht darauf hat. Wenn ich mit jemandem zusammen wäre und dem wäre so etwas passiert, wäre ich sehr enttäuscht und sehr sauer, wenn ich hinterher erfahren würde, derjenige hat mir das verheimlicht, hat mir das nicht gesagt.
Ich weiß halt nur nicht und ich hab halt einfach die panische Angst davor, dass das Gleiche passiert wie beim letzten Mal. Ich möchte aber auch nochmal auf den Punkt der Anzeige zu sprechen kommen, Helen. Ja. Ich kann natürlich, jeder wird verstehen können, dass du Angst hast. Du hast einmal eine ganz reale Angst vor diesem Mann, dass er dir an deine Gesundheit, an dein Leben geht. Also ich glaube, wenn ich ihm im Moment begegnen würde, ich... Bitte? Ich würde ihm den Hals rumdrehen, wenn ich ihm jetzt begegnen würde. Und das andere kann ich auch verstehen, dass du wahrscheinlich Angst davor hast, wie so viele Menschen, die so etwas durchgemacht haben, nach einer Anzeige all das nochmal aufrollen zu müssen, die ganzen Aussagen machen zu müssen. Aber ich bin niemand, der den Frauen oder den Menschen, die so etwas erlitten haben, das unbedingt einredet. Ich möchte dir aber unbedingt zu bedenken geben, dass du auch eine Verantwortung trägst. Verantwortung trägst für all die, die er noch unterrichtet im Moment oder unterrichten wird. Vielleicht kannst du, wenn du stark genug bist, viel Leid verhindern, wenn du diesen Mann anzeigst. Ja, ich gebe das nur zu bedenken. Auch nur, wer glaubt mir das nach 13 Jahren? Naja, wie aber soll ich das beweisen? Da solltest du dich kundig machen und von Leuten beraten lassen, die sich sehr gut mit dieser Thematik auskennen. Also, liebe Helen, das Hauptding, finde ich aber, die Hauptgeschichte und das Hauptanliegen wäre, meinerseits, wenn du oder wenn ich dich überzeugen könnte, dass du in eine Therapie gehst, eine gute Therapie, eine Langzeittherapie, um all das aufzuarbeiten, was dir passiert ist. Und auf der Basis dieser therapeutischen Arbeit dann auch zu entscheiden, mache ich eine Anzeige, wie verhalte ich mich meinem Partner gegenüber und so weiter. Ich finde, das ist das A und O. Das muss unbedingt geschehen. Ja, das letzte Mal gut, wie gesagt, also ich habe schon gelernt, irgendwie damit zu leben, aber... Das ist kein gutes Leben, glaube ich. Das ist kein gutes Leben. Einfach auch so, dass ich zu viel zurückstecke. Ich denke immer, ich darf keinem zur Last fallen und ich mache eh nur alles falsch. Und das ist einfach in mir drinne und das ist halt dann auch wieder das Problem, wenn ich es meinem Freund sage. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dasselbe macht wie der letzte, aber... Liebe Helen, ich habe eine wunderbare Psychologin hier im Hintergrund sitzen. Das ist die Elke. Und ich möchte gerne, dass du dich jetzt in aller Ruhe mit ihr weiter und vertiefend unterhältst. Und wir das Gespräch hier in der Öffentlichkeit in der Sendung abbrechen. Ich habe dir meine Meinung gesagt zu den grundsätzlichen Sachen. Und du kannst jetzt mit der Elke wirklich in aller Ruhe reden und alles Weitere vertiefen. Dann legst du bitte auf und die Elke ruft dich an. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute wirklich. Danke. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. So, meine Lieben. Jetzt machen wir eine kleine Postecke. Und zwar habe ich Post bekommen von Bernhard. Bernhard schreibt: Hi Domian, ich bin ein reger Zuschauer deiner Sendung und finde toll, was ihr da allnächtlich leistet. Nun zu meiner Frage. Ich bin Sammler von weißem Porzellan. Wäre es möglich, euren weißen Hirsch, der im Hintergrund steht, zu kaufen? Lieber Bernhard, das ist leider nicht möglich. Wir sind sogar noch auf der Suche nach einem neuen Hirsch. Weil diesem Hirsch, den ihr da im Hintergrund sehen könnt, dem sind schon einige Zacken aus der Krone gebrochen. Kann man, glaube ich, nicht so genau sehen, weil wir den immer hin und her transportieren von diesem Studio in unser Nachtstudio. Also wir sind sogar noch interessiert in einem neuen Hirsch. Den können wir leider nicht verkaufen. Das tut mir leid. Dann schreibt mir Gerda aus Dortmund: Lieber Jürgen Domian, ich bin schon im stolzen Alter von 70 Jahren. Seit 1999 verfolge ich deine Sendung und freue mich jetzt sehr, dass du an einem Tag in der Woche schon früher im Fernsehen bist. Ich habe so viel von dir und deinen Anrufern über Erotik und Sexualität erfahren. Ich glaube, ich bin wie ein blindes Huhn durchs Leben gegangen. Also, ich wollte dir mitteilen, dass ich neulich vor lauter Neugierde mal in einem Sexshop war. Ja, in meinem Alter. Und ich sage dir, ich habe mir dort auch was gekauft. Was, verrate ich nicht. Ich kann nur sagen, ich habe sehr viel Spaß damit und habe das Gefühl, die Rente ist in diesen Gegenstand gut investiert. Was wird denn das wohl sein? Was wird denn das wohl sein, was Gerda sich da gekauft hat? Sven, 29 Jahre, aus Kiel, schreibt: Hallo Domian, ich würde gerne deine Meinung wissen. Es gibt zurzeit Wissenschaftler und auch einen katholischen Theologieprofessor,
die dafür plädieren, dass älteren Menschen ab 75 Jahren teure Medizinleistungen wie große Operationen oder aufwendige Therapien bei Krebserkrankungen verwehrt werden sollen, um zu sparen, weil es sich nicht mehr lohnt. Was denkst du dazu? Also lieber Sven, ich habe das diese Woche auch gelesen und muss sagen, dass ich fassungslos war, dass seriöse Menschen, hochkarätige Leute, so etwas sagen, so etwas von sich geben. Wir alle, hoffentlich, werden mal älter. Es kann unsere Eltern betreffen, es kann unsere Großeltern betreffen. Ich finde es, ehrlich gesagt, eine Schande, so etwas überhaupt vorzuschlagen und möchte eigentlich auch überhaupt nicht darüber diskutieren. Das darf kein Diskussionspunkt und darf kein Diskussionsthema sein. So, Freunde, jetzt bin ich verbunden mit der Rosemarie. Guten Abend, Rosemarie. Ja, guten Abend, Domian. Wie alt bist du? Ich bin 56 Jahre jung. Jung, das ist schön. Ja. Rosemarie. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe diesmal, also ich habe nichts Schlimmes mitzuteilen, sondern vielleicht mal etwas, was andere auch interessiert. Und zwar habe ich jetzt mit 56 Jahren, sag nicht, das ist wunderbar, mit 56 Jahren den besten Sex meines Lebens. Das ist doch wunderbar. Den besten Sex deines Lebens. Ja. Mit ja. 56. Also ich höre jetzt mal auf zu lachen, weil ja. Es ist doch ein bisschen ernster, als ich gedacht habe. Ja, erzähl mal den Hintergrund. Ich höre ja nun schon seit Jahren nichts Schlimmes, sondern mal etwas, ja, vielleicht auch zum Schmunzeln. Ich habe diesen Mann letztes Jahr durch Parship kennengelernt. Er lebt in Hamburg, ich lebe in Hannover. Parship ist das so eine Partnervermittlungsagentur? Also ganz seriöse durch Brigitte im Internet. Habe mir einen Computer angeschafft, weil mein Mann keine Zeit mehr für mich hatte. Mhm. Und die Ehe war schon lange wie Bruder und Schwester, die meine dritte Ehe leider. Mhm. Und da habe ich diesen Mann kennengelernt und es hat geknallt. Kurze Zwischenfrage, du warst dann noch in der Ehe, als du ihn kennengelernt hast. Ja. Ne, so habe ich es gerade verstanden. Ja. Wie lange dauerte diese letzte Ehe? Die letzte Ehe von seit 97. Seit 97, ja. Ja. So, jetzt hast du diesen Mann da kennengelernt. Ja, ja. Und wie ging es dann weiter? Dann haben wir uns auch getroffen und also es war sofort etwas da, was ich gar nicht erklären kann. Wie alt ist er? 58, das erste Mal, dass ein Mann in meinem Leben älter ist als ich. Ah, du stehst auf Knaben eher. Naja, der eine war 11 Jahre jünger, aber naja. Sonst, mein Mann war auch ein Jahr jünger. Also aber auf Anhieb gut verstanden. Ja, ja, ja. Schlank, sportlich, liebevoll, ja. Die ganze Zärtlichkeit, die ich immer vermisst habe bei den Männern. Ich bin sozusagen ein Kuschelvibe, ein erotisches, das habe ich bei diesem Mann gefunden. Also es ging gleich, also relativ schnell dann auch zur Sache. Ja. In Richtung Sexualität und Erotik. Ja. Wie schnell hast du dich dann von deinem Ehemann getrennt? Das war dann im Oktober. Also hast du relativ schnell die Konsequenzen gezogen. Ja, ja. Bist du jetzt richtig mit diesem neuen Mann zusammen? Wir sehen uns von Samstagnachmittag bis Montag früh, dann fahre ich hin. Ja, also Wochenendbeziehung? Ja, eine Wochenendbeziehung. Wohnt ihr weit auseinander? Dann Hannover, Hamburg. Ja, das geht ja noch. Das geht, ich werde immer schneller, wenn ich Samstagnachmittag hinfahre. Ich darf jetzt nicht sagen, wie schnell ich fahre, sonst gibt es noch. Jetzt hast du gesagt, du hast den besten Sex deines Lebens. Ja, ja. Erklär das mal, wie kommt das? Du bist eine erfahrene, reife Frau. Ja. Vielleicht auch mal für andere, denke ich mal. Mhm. Ich bin eine sehr bunte Frau, sehr junge, jung aussehende Frau und eben nicht rauchen, nicht trinken und er genauso. Mhm. Und im Moment denke ich, ja, im Februar war es dann so, dass ich Schluss gemacht habe, weil er immer sagt, ich habe dich gern, aber ich liebe dich nicht. Aha. Nachdem ich Schluss gemacht habe, nach 2 Wochen, knallten wir zusammen, hörten ständig bestimmte Musikstücke. Welche? Hard Rock und Melissa Etheridge zum Beispiel. Aha, verstehe. Ne, die Septemberhunde und so weiter. Ja. Und dann war es so, dass er dann nachts angesaust kam, nachdem er mir am Telefon gesagt hat, dass er mich liebt. Mhm. Und seitdem sehen wir uns Wochenende. Mehr ist eigentlich nicht drin. Ich will wissen, warum der Sex so gut ist mit dem. Bitte? Ich will wissen, warum der Sex so gut ist mit ihm. Weil das einer von den wenigen Männern ist, der sich auf Frau einstellt, der unendlich Lust auf Streicheln hat, Zärtlichkeit, keine Tabus kennt und ein total liebevoller und sauberer Mensch ist, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Ein sauberer Mensch, also... Ja, nicht also so ein Schmuddel oder wie mein Mann mit
pekiger Unterhose rumlaufen, fettigen Haaren, also sich so gehen lassen. Sag mal, Rosemarie, wenn man das mit 56, das ist ja ein gutes Alter, aber so ganz jung ist man da ja nun auch nicht mehr. Genau. Wenn man mit 56 sagt, ich habe jetzt erst meinen ersten tollen Sex erlebt. Ja. Sagst du das mit einem weinenden und lachenden Auge? Also mit dem weinenden Auge, mein Gott, was habe ich alles versäumt in all den Jahren? Oder mit einem weinenden, mit einem lachenden, endlich erlebe ich es. Was überwiegt? Endlich erlebe ich es. Ich habe nicht gedacht, dass es da noch gewisse Höhepunkte gibt in der Sexualität, die ich jetzt erst kennenlerne. Ne, super Orgasmus oder mehrere Orgasmen. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. Ich habe oft schon von etwas älteren Damen oder Frauen gehört. Also ich sag's mal, ich meine es nicht böse, die so auch in deinem Alter sind. Nein. Die mir gesagt haben, ich habe in meinem Leben kaum einen Orgasmus erlebt oder selten. Ja. Ist das bei dir jetzt auch so, dass du durch diese neue Beziehung auch den Orgasmus ganz anders erlebst als vorher? Ja, ich habe mit 30 Jahren meinen ersten Orgasmus erst gehabt. Da war meine erste Ehe schon kaputt. Ja. Da lebte ich alleine und habe dann aber durch mich komischerweise, indem ich mich selbst befriedigt habe, habe ich den Orgasmus entdeckt. Und meinen damaligen Freund angerufen, er sollte schnell kommen. Jetzt wäre es passiert. Ich habe hier was entdeckt, das zeige ich dir jetzt mal. Irgendwie, ne, man sagte früher immer ab Bauchnabel nach unten, das ist Igittigit, das ist Tabu. Und es hat aber mit meinem Freund auch nicht geklappt, denn nachdem wir dann schnell ins Bett gegangen sind, hat es natürlich nicht geklappt. Nein, worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass jetzt mit 56 es uns beiden unheimlich vorkommt. Unheimlich? Ja, unheimlich vorkommt, denn seine Frau wollte nie die Zärtlichkeit, auch die Alltagszärtlichkeit nicht. Mhm. Und die geben wir uns, ein Streicheln, ein Küsschen, anfassen, umfassen, was so normal ist, ne? Aber das ist doch gut. Ja, und nur die Angst ist natürlich da. Bei uns beiden ist es nun Liebe. Liebt der andere mich, weil er den Sex will? Das denken wir beide voneinander auch. Wir bestätigen uns unsere Liebe. Ja. Aber er ist noch vorsichtiger als ich. Ich bin ein richtiger Temperamentsbolzen. Moment, jetzt wollen wir erstmal die Verhältnisse klären. Ist er mittlerweile auch von seiner Frau getrennt? Er lebt getrennt. Er lebt getrennt. Du bist auch getrennt. Jetzt spüre ich da irgendwie so einen Vorbehalt. Du hast ja ganz am Anfang auch gesagt zu mir, Domian, sag jetzt nicht, das ist wunderbar. Ja, ja. Also ist da irgendwie so eine Vorsicht? Das verstehe ich gar nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich glaube, ich idealisiere ihn. Ich habe Angst, wenn wir zusammenleben würden, dass das dann eventuell nicht mehr so ist. Obwohl er sagt, dann hätten wir jeden Tag Sex. Ich will dir mal sagen, mach dir doch nicht so viel einen Kopf jetzt. Sei doch wirklich froh und glücklich, dass du so einen wunderbaren Mann gefunden hast. Das ist ja nun wirklich äußerst selten. Es hat auch mit dem Alter gar nichts zu tun, dass man einen Menschen findet, wo es wirklich so ineinander hakt und es gut funktioniert in jeglichem. Und ihr müsst ja jetzt auch nicht gleich zusammenziehen und gleich... um Gottes Willen. Nein, genießt es doch ganz einfach so, wie es jetzt läuft. Freut euch auf die Wochenenden, nähert euch an. Es ist ja auch alles noch relativ frisch zwischen euch beiden. Ja. Ich würde jetzt gar nicht groß theoretisieren, was wäre wenn und idealisiere ich ihn. Egal. Nimm das Leben so mit, wie es ist. Das ist doch wunderbar. Deswegen sage ich schon, es ist wunderbar. Angst als Mann, ne? Er hat sich so eine Frau immer gewünscht, mit viel Zärtlichkeit, viel Sex und Liebe. Mhm. Und er hat natürlich Angst, er hat auch Versagensängste, dass das mal kommen könnte. Aber bis jetzt ist es halt nicht so. Ihr müsst euch einfach wirklich runterschrauben und disziplinieren, euch nicht zu sehr. Ihr könnt das auch alles zerdenken und alles zerreden. Was, ja, das stimmt. Ne? Was ihr da jetzt an Kostbarem gefunden habt. Ja. Keine Rederei, Leben, unternehmt Sachen, genießt alles und dann wird sich das schon alles finden. Ja. So muss es sehen. Ich wollte das auch mal erzählen und wollte auch anderen vielleicht mal Mut machen, dass man mit 56, weiß Gott, nicht zum alten Eisen zählt. Im Gegenteil. Ich bin ich habe ja gerade hier was vorgelesen, hast du ja mitgehört, ne? Ist ja, das nicht unglaublich, ne? Dass man Menschen mit 75 nicht mehr behandeln will, richtig? Naja, aber die Gesellschaft toleriert es nicht, ne? Also, es ist unglaublich. Naja, es wird hoffentlich nicht durchkommen und es wird auch gar nicht weiter diskutiert, aber überhaupt, dass so etwas ins Gespräch kommt, ist skandalös, finde ich. Ja, das denke ich auch, denn Sex ist gesund. Sex ist gesund. In diesem Sinne, genieße ihn und denk nicht so viel. Mir. Und schönen Gruß an deinen Geliebten, an deinen Lover. Ja, werde ich ihm ausrichten. Ich danke dir und mach weiter so. Dankeschön, Rosemarie. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Jürgen. Ein Namensvetter, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Dein Thema.
Ja, als erstes mal ganz kurz zu dem Thema von 75 nicht mehr behandelt werden. Ja. Da ist meine Meinung, ich wünsche den Leuten, dass sie ganz schnell 75 sind und dann eine ernsthafte Krankheit kriegen. Genauso sehe ich es auch. Genauso sehe ich es auch. So, und dann zu meinem Thema. Weißt du, ich will dir sagen, kurz dazu, ich habe einen alten Papa, der ist ziemlich krank. Und ich platze vor Wut, wenn ich solche Vorstellungen hier höre oder lese, dass mein Vater, da bin ich jetzt wirklich betroffen von, nicht mehr ordentlich behandelt werden sollte, nur weil er schon im Alter von 77 Jahren ist. So ist es. Gut, aber das ist jetzt auch nicht weiter das Thema. Du hast wegen eines anderen Themas angerufen. Ja, ich hatte ja gestern schon versucht, die sexuellen Geheimnisse anzusprechen. Das war unser Thema gestern in der Sendung, genau. Richtig. Ja. Deswegen hatte ich gestern angerufen und zwar lebe ich seit 4 Jahren mit einer dominanten Frau zusammen, seit 3 Jahren in einer Ehe und diene meiner Frau als Dienstmädchen. Moment mal. du bist in einer Ehe. Ja. Aber die Frau, dann ist die Frau doch auch dominant, wenn du Dienstmädchen in der Ehe bist. Richtig. Und es gibt noch eine andere dominante Frau. Nein. Dann habe ich es nicht richtig verstanden. Mit dieser dominanten Frau bin ich seit 3 Jahren verheiratet. Ja. Ich hatte früher eine andere Ehe geführt und die ist dann aufgrund meines Outings zerbrochen. Aha, also es gibt nur eine Frau in deinem Leben. Es gibt nur eine Frau in meinem Leben. Eine dominante Frau. Eine dominante Frau. Und das ist deine Ehefrau. Und das ist meine jetzige Ehefrau. Und zu Hause bist du das Dienstmädchen. Zu Hause bin ich das Dienstmädchen. Du gestattest, wenn ich ein bisschen lache. Ja. Weil man sich das ja nicht... Transvestiten, Fetischisten und so weiter sind eigentlich im heutigen Fernsehen auch nicht mehr so ganz unbekannt. No? Nee. Und aber du bist kein Transvestit auch noch. Ich bin als Damenwäscheträger über eine Annonce an meine Frau gekommen. Also das müssen wir jetzt ein bisschen klären. Verheiratet schon seit einigen Jahren mit einer dominanten Frau. Und du bist zu Hause als Dienstmädchen. Was heißt das genau? Was machst du zu Hause? Ja, also da ich Frührentner bin, erwerbsunfähig, bin ich den ganzen Tag zu Hause. Und im Anfang hatte ich mehr oder weniger selbstständig den gesamten Haushalt übernommen, da meine Frau noch arbeitet. Gut, das ist noch nichts Besonderes. Ja, und da ich Damenwäscheträger war und auch in der Annonce angegeben hatte, dass ich Damenwäscheträger bin, ist dann meine Frau dazugekommen und hat dann gesagt, also wenn schon, denn schon. Dann kannst du auch den ganzen Tag Damenwäsche tragen. Und jetzt... Was heißt denn, erklär mal, was heißt genau Damenwäscheträger? Was hast du da an? Ja, also ich trage also Kleidung wie ein Dienstmädchen um 1900. Ach so. Wie schade, dass wir kein Foto von dir haben. Ja, nee. Was gäbe ich jetzt darum, wenn du hier ins Studio reinkämst und ich mir das richtig angucken könnte? Wie ein Dienstmädchen im 19. Jahrhundert. Ja, richtig. Beschreib mal, wie sieht ein Dienstmädchen im 19. Jahrhundert aus? Ja, also Stiefeletten, Strümpfe, Corsage. Ja. Und mit der Corsage putzt du das Klo und den Boden? Ja, den gesamten Haushalt. Ist das nicht sehr unbequem? Das ist eine Gewöhnungssache. Ja. Also, eine Gewöhnungssache. Und auch so ein Hütchen noch auf? Nein, eine Haube nicht. Eine Haube nicht. Eine Haube nicht. Und auch keine Perücke. Keine Perücke. Keine Silikonprothesen? Keine. Also, ich bin ein Mann in Frauenkleidung. Ja. Ich versuche auch nicht Frau zu sein. Ja. Heißt das, dass du immer so angezogen bist, eigentlich den ganzen Tag, auch wenn deine Frau dann nach Hause kommt? Ja, richtig. Es fängt morgens an, dass ich vor meiner Frau aufstehe und ihr das Frühstück am Bett serviere. Ja. Dann ihr beim Ankleiden behilflich bin, dabei schon die Dienstmädchenkleidung trage, so wie es früher auch die Dienstmädchen gemacht haben. Darauf wollte ich hinaus, ja. Und dann halt eben tagsüber, während sie zur Arbeit ist, den Haushalt führe. Ja. Wäsche, wasche, putze, koche und so weiter. Ja. Zur Mittagszeit kommt sie dann nach Hause. Gehst du denn so auch einkaufen? Nein. Das nicht? Nein. Wer geht denn einkaufen? Wir haben einen sehr guten Rufservice, wo wir sämtliche Lebensmittel bestellen. Ach so. Und was außer der Reihe anfällt, bringt dann meine Frau auf dem Rückweg von der Arbeit. Und wenn dieser Rufservice bei euch klingelt, machst du dann auf in deiner Kluft? Ja. Und das irritiert die Leute nicht weiter? Ich muss dazu sagen, wir haben durch Bekannte
in der Szene jemand gefunden, der also heimlich sein SM-Leben auslebt und ein Lebensmittelgeschäft hat. Und auch sehr praktisch. Ja, also gut, also ich meine, wir haben ja nicht damit aufgehört, dass wir jetzt unsere Ehe geschlossen haben oder unsere Bekanntschaft geschlossen haben, sondern man trifft sich in der Szene halt auch auf Szenefesten und so weiter und so fort. Ja. Und dabei ist es natürlich dazu gekommen. Und du sagst, du bist den ganzen Tag aktiv, dann im Haushalt, so in deiner Aufmachung, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und du hast am Anfang auch gesagt, dass deine Frau dominant ist. Zur Dominanz heißt, gehört ja auch, dass man gewisse Regeln festlegt. Ja. Hast du auch Freiheiten oder bist du da wirklich gebunden an den Haushalt und an das Haus? Mehr oder weniger bin ich gewollt gebunden, ja. Was bedeutet das? Heißt das, du darfst gar nicht aus der Wohnung raus, oder? Ich könnte die Wohnung verlassen, aber ich habe keine männliche Kleidung mehr. Du hast überhaupt gar keine männliche Kleidung mehr? Nein. Ich habe keine männliche Kleidung mehr. Aber gehst du denn schon ab und zu mal dann raus mit deiner Frau? Nein, eigentlich nicht. Das heißt, du lebst nur im Haus? Ich lebe nur im Haus. Aber du hast gerade gesagt, dass ihr euch schon mal trefft, so in dieser SM-Szene. Da musst du doch, oder kommen die zu euch nach Hause? Das war früher, dass wir auch außer Haus gegangen sind. Heute lädt meine Frau dann dazu ein. Also das klingt ja, im ersten Moment klang es gerade ein bisschen lustig. Und dann klingt es bizarr, aber so befremdet es mich ja schon sehr. Du bist ja dann wirklich wie ein Sklave, lebst du. Ja, also ich meine jetzt nicht, dass bei uns die Peitsche eine Rolle spielt. Mhm. No? Dagegen wäre auch gar nichts einzuwenden, wenn das euer Ding wäre. Aber allein diese Tatsache, dass du gar nicht mehr aus dem Haus gehst, das befremdet mich etwas, muss ich sagen. Mehr oder weniger ist es von mir auch so ungefähr gewollt. Was heißt so ungefähr? Nicht so ganz wirklich? Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Wir sind halt eben immer tiefer reingerutscht. No? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ganz frei entscheiden könntest, würdest du schon ganz gerne mal wieder eine Hose anziehen und... Weiß ich nicht. Kann ich echt so nicht sagen. Ich habe im Augenblick eigentlich nicht so das Bedürfnis. Mhm. Wie lange lebst du jetzt schon ausschließlich in deiner Wohnung als Frau? Also in unserem Haus. In dem Haus. Seit wann hast du das Haus nicht mehr verlassen? Seit 2,5 Jahren. Das ist ja schon krass. Ganz seit 2 Jahren. Das ist ja schon krass. Seit 2 Jahren. Ja gut, der Garten ist nicht einsehbar, der ist auch noch begehbar. Mhm. Ne? Mhm. Wir haben also ein bisschen einzelstehendes Haus und da ist der Garten dann auch begehbar. Ja. Und ich könnte theoretisch auch mit meiner Frau quasi ins Auto steigen und zu anderen Pärchen fahren, aber wir lassen die Pärchen dann halt doch lieber zu uns kommen, weil sehr viele auch in Mietwohnungen wohnen und da das doch ein bisschen auffallend wäre. Aber hast du nicht die Sehnsucht, auch mal rauszugehen, mal irgendwo spazieren zu gehen oder vielleicht mal in Urlaub zu fahren, mal einkaufen zu gehen oder was man halt alles so macht? Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Also... Ich hab irgendwo schon danach nach einer dominanten Frau, die halt eben mein Leben regelt, gesucht. Hat das Ganze halt eben auch gefunden. Ja. Hat das Ganze natürlich dann auch eine sexuelle Komponente? Das hat auch eine sexuelle Komponente. Das heißt, es kommt immer wieder dann auch zu sexuellen Begegnungen. Du in deiner Rolle als Frau, als Dienstmädchen vielleicht? Nein, das weniger. Wann kommt es denn zu einer sexuellen Begegnung? In welchem Rahmen? Also die sexuelle Komponente ist eigentlich insofern gesehen, dass ich die passive Rolle übernehme. Das heißt also mehr oder weniger die Rückenlage und meine Frau den dominanten Teil übernimmt im Sexualleben sonst von einem, sagen wir mal, 0815 Sex nicht zu unterscheiden. Das heißt also nicht, dass ich während unserer Sexualität auch Frauenkleider trage. Ja. Hast du das heißt, aus früheren Beziehungen? Würde ich fast sagen, Hetero-Beziehung. Bloß wie gesagt, dass ich halt eben den passiven Teil übernehme. Ja. Es gibt neben diesen Dienstmädchenkleidern auch viele andere Frauenkleider, die du trägst. Nein, es ist nur dieses Kleid. Mehrere, aber alle im gleichen Stil. Im Stil, ja. Hast du aus früheren Beziehungen Kinder? Nein. Gibt es noch verwandtschaftliche Verbindungen oder ist das alles... Die Eltern sind vor 5 Jahren gestorben und danach war auch ziemlich bald das Outing meiner ersten Frau gegenüber und dann ist die Ehe in die Brüche gegangen und wie gesagt, dann habe ich halt eben jemand gesucht über
dementsprechende Zeitschriften. Also ich muss dir sagen, Jürgen, dass ich das so, wie du es jetzt beschrieben hast, wie du dein Leben beschreibst, das habe ich noch nie gehört von jemandem. Es klingt schon sehr befremdlich für jemanden, der relativ normal lebt. Es gibt wobei viele meine Leute in der Szene, die sich sogar also wirklich ein 24/7 heißt es bei uns, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und das über das ganze Jahr als Sklave sogar leben wünschen. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, unter der Peitsche zu leben und. Das oberste Gesetz ist ja, dass du dich dabei wohlfühlen musst. Ja, also wenn das so gegeben ist, dann ist es ja auch okay. Dann ist es halt ein Sprengsel von auch von Normalität, was es eben so gibt. Ein ungewöhnliches also, halt. Frauenunterwäsche und so weiter habe ich schon vor unserer Beziehung und auch vor unserer Ehe getragen. Ja. Und im Grunde genommen, was ist anders, ob ich nur ein Hemd oder eine Bluse oder ein Trainingsanzug oder ein Zofenkleid trage. Also, das war ein Einblick in ein sehr ungewöhnliches Leben, das wir durch dich gewonnen haben. Richtig, ja. Aber das ist gar nicht so selten. Man hört halt nur nicht so viel davon. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich da wirklich wohlfühlst und wenn du es nicht mehr tust, dass du dann auch die Kraft hast, da rauszugehen. Das würde ich wahrscheinlich schaffen, wenn es zu extrem würde. Also wenn jetzt meine Frau zum Beispiel auch noch die Peitsche einsetzen würde, wäre ich damit zum Beispiel nicht. Also ich merke schon, mit der Peitsche hast du es nicht. Nein. Also lieber Jürgen, ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja. Auf Wiederhören. Das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Eine gute Sendung. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich hier 37 Jahre alt und er heißt Roger. Ja, hallo, guten Abend. Hallo Roger, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Ich wollte gerne mit dir über mein Handicap FOP sprechen. FOP? Genau. Das heißt, wir beide kennen uns. So ist es, richtig. Wir beide waren Gast bei Kerner im ZDF. Ja, genau. Das ist ja sehr schön, dass du jetzt in meiner Sendung auch bist. Ja, finde ich auch toll. Also es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und wir haben uns ja auch ein bisschen unterhalten darüber. Ja. Vor und nach der Sendung und... Ja. Ja, also, finde ich ja schön, bei dir zu sein. Das heißt, ich weiß, sonst weiß ich ja nie etwas über meine Anrufer. Ja. In diesem Fall weiß ich jetzt etwas über dich, weil wir uns kurz in der Sendung kennengelernt haben. Richtig. Du hast eine absolut ungewöhnliche Krankheit. Also, die heißt FOP, abgekürzt. Genau, eine sehr seltene Erkrankung, die das Bind- und Stützgewebe betrifft. Das heißt also, der Muskel verknöchert, kann verknöchern. Mhm. Das ist wie ein zweites Skelett, was gebildet wird im Knochen. Ja. Fängt im Nacken an, Nackenwirbelsäule, und geht dann weiter auf die anderen Gliedmaßen über. Also ich muss dir sagen, ich habe von dieser Krankheit auch vor einigen Monaten erst zum ersten Mal gehört. Ja. Es gab im Spiegel eine Publikation darüber. Richtig, genau. Und war regelrecht geschockt, nämlich dass die Muskulatur von Menschen zu Knochen wird. Genau. Und da waren auch einige Bilder in der Zeitung im Spiegel zu sehen und das war schon sehr erschütternd. Ja. Du bist 37 Jahre alt. Ja. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass da etwas sehr Ungewöhnliches in dir vorgeht? Das geht in frühem Kindesalter los. Das erste, was aufgetreten ist, das waren Großzehen, die so leicht verkrümmt waren. Das wurde damals als Hallux Valgus beschrieben. Das heißt also, was ältere Damen vielleicht öfter haben, dass der Großzeh rübergebogen ist zu den anderen Zehen. Ja. Das wäre schon ein Hinweis darauf, was ca. 98% der FOP-Fälle weltweit haben, diese Erkrankung. Mhm. Die ersten Verknöcherungen traten bei mir auf mit ca. 2,5 Jahren. Mhm. Da wurde eine Beule, die ich im Rippenbereich hatte, im oberen Rippenbereich, entfernt. Mhm. Dann histologisch untersucht, das heißt also wurde nachgeforscht, was es sein könnte und auch die richtige Diagnose gestellt. Damals hieß es noch Myositis ossificans, jetzt heißt es weltweit FOP, Fibrodysplasie ossificans. Wie viele Menschen auf der Welt haben diese Erkrankung? Das sind ca. 350 Menschen weltweit. Das sind sehr wenige. Laut der Statistik sollten es 2500 sein, aber die Dunkelziffer ist sehr groß. Wie viel gibt es in Deutschland? In Deutschland müsste es jetzt 25 Fälle geben. Mhm. Das heißt also, die Fälle steigen auch, weil besonders jetzt nach dem Bericht im Spiegel, was du gesagt hast, da sind viele Leute an uns herangetreten, viele Fernsehsendungen und Presseberichte. Und oftmals, wenn wir einen Pressebericht oder eine Fernsehsendung absolviert haben, dass sich dann der eine oder der andere Betroffene meldet, die nicht organisiert waren. Lass uns noch weiter über die Krankheit sprechen. Also wenn Muskulatur zu Knochen wird, das ist ja fast schon so eine Idee aus einem Horrorfilm oder aus einem Science-Fiction-Film. Welche Muskulatur am Körper überall
kann betroffen sein? Die äußeren Extremitäten sind das. Mhm. Das heißt also, innere Organe werden nicht betroffen. Also das heißt, der Herzmuskel... Also von mir aus kann ich sagen, so mit 5 Jahren ist mein rechter Arm eingesteift, mhm, in der Beugehaltung. Und so bin ich auch eingeschult worden. Also ich habe eine normale Schulausbildung gemacht. Mhm. Dann habe ich auch noch Fahrradfahren gelernt. Ich hatte meinen Freifahrt an Jugendschwimmer, also Bronze, Silber, Gold, ja, bis ich dann meine Beine nicht mehr bewegen konnte. Ja. Das war so, das erste war mit der 10. oder 11. Lebensjahr, dass ich mein linkes Kniegelenk nicht mehr bewegen konnte. Das heißt, in dem Moment konnte ich kein Fahrrad mehr fahren. Es wurde umgebaut, dass ich dann mit einem Fuß noch Fahrrad gefahren bin. Das ging. Es ist ja mittlerweile auch so, wir haben das ja in der Fernsehsendung gesehen, dass du dich auch nicht mehr setzen kannst. So ist es, du bist ja in das Fernsehstudio hineingetragen worden. Genau. Und man hat dich dann hingestellt, ja, und dann hast du so das Interview geführt. Also im Haus bewege ich mich so weit fort mit einem Gehstock. Ja. Ich kann langsam laufen. Jetzt kann ich beide Hüften und beide Kniegelenke nicht mehr bewegen. Ja. So eine Wackelbewegung, mit der ich mich fortbewege, das geht eben im Haus sehr langsam. Kann das eigentlich sein, dass eine Einsteifung, so wie du es nennst, also eine Verknöcherung des Muskels, über Nacht auch passiert? Das war bei meinem Kniegelenk zum Beispiel so. Also da hatte ich keine Schmerzen weiter gehabt. Es waren Herbstferien, ich wollte morgens aufstehen, ein Brötchen holen, konnte das Fahrrad aber nicht mehr bewegen, weil ich das linke Knie nicht mehr bewegen konnte. Das war eine Sache über Nacht. Ein Jahr später ist mein linker Arm eingesteift. Das hat 6 Wochen gedauert, war sehr schmerzhaft und es hat eben längere Zeit gedauert. Wie kommst du so im Alltag zurecht? Hast du ständig eine Person, die dich betreut? Ich teile mir das Haus mit meinen Eltern, also mit meinen Eltern zusammen. Und im Rahmen der Pflegeversicherung bekomme ich eben entsprechende Hilfe von einer Sozialstation hier aus Bad Fallingbostel, ja, die eben morgens vorbeikommen, mir beim Aufstehen helfen, im Bad behilflich sind und mir beim Anziehen helfen. Du kannst dich ja im Bett auch nicht alleine rumdrehen. Also ich liege wie ein Käfer auf dem Rücken, auch wenn ich so fallen sollte oder, ja, stürzen sollte. Ich falle wie ein Baum und kann mich auch nicht mehr auffangen. Ja. Und so ist es auch im Bett. Also wenn ich mich hinlege, dann liege ich auch so da und kann ich auch nicht mehr selber drehen. Bis hin zu ganz, ganz profanen Dingen, also Schnürsenkel zu machen, das geht auch nicht, weil der Körper ganz versteift ist. Genau, also ich trage normale Birkenstockschuhe, da wo ich so reinschlüpfen kann, und brauche keine Schnürsenkel mehr. Welche Lebenserwartung haben Menschen mit dieser Krankheit? Also früher wurde mir mal gesagt, oder meinen Eltern damals, war ich noch nicht damit betroffen, dass ich das 20. Lebensjahr wohl nicht erleben werde. Das ist leider nicht so, oder zum Glück nicht so. Zum Glück nicht so. Irgendwie eine ganz andere Sache sowas, und ich habe auch Leute getroffen aus Amerika, die schon über 60 Jahre alt waren, und die Lebenserwartung ist sicherlich begrenzt. Du hast mich gesehen, sonst kann mich verschleichen, nicht so jeder. Mein Oberkörper ist sehr stark eingeschränkt auch durch die eingesteiften Arme. Ich habe eine Muskelskoliose, das heißt, meine Wirbelsäule ist verkrümmt zur rechten Seite und habe ein Lungenvolumen von ca. 2,5 Liter. Normal wären so 7 bis 9 Liter. Ja. Wie stirbt man als FOP-Patient? Kann es sein, dass durch eine Einsteifung Organe betroffen sind, dass man wirklich auch sehr, 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 sehr schmerzhaft sterben muss oder sehr, sehr grauselig stirbt? Es gibt einige FOP-Leute, die sehr starke Schmerzmittel auch nehmen. Mhm. Ich gehöre zum Glück nicht dazu. Ich muss keine weiteren Schmerzmittel nehmen. Das Einzige, was ich nehme, ist Magnesium. Aber es kann durchaus vorkommen, was du eben sagst, mit Lungenerkrankungen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Husten hat, eine Lungenentzündung bekommt, kann das bei einem FOP-Patienten schon sehr tödlich wirken. Ja. Eben durch das eingeschränkte Lungenvolumen. Ich erinnere mich damals, dass ich in dem Artikel gelesen habe, dass allein schon eine Spritze, wenn man eine Spritze gesetzt bekommt in einem Muskulaturgewebe, ja, dass das schon zur Folge haben kann, dass an der Stelle die Muskulatur zu Knochen wird. So wie der Muskel in einer Weise beansprucht wird, besonders eben bei einer Injektion durch den Muskel, ist es eine Verletzung für den Muskel und es kann zu einer Verknöcherung kommen. Das heißt, eine Verletzung oder vielleicht auch eine kleine Operation, wenn irgendwas nötig wäre, ist für dich gleich die Hölle? Das kann durchaus so sein. Mhm. Also als mein Kiefer irgendwie, im Zahnarztbereich da auch die Injektion durchgeführt wurde, das ist auch intramuskulär, dass dadurch schon eine Kieferklemme entstanden ist. Das heißt, dass ich den Mund nicht so weit aufbekommen habe, wie man eigentlich das sollte. Du hast gerade gesagt, die äußere Muskulatur ist betroffen. Wie ist es denn jetzt bei so einem intimen Thema wie der Schließmuskel? Ist der auch betroffen? Nein, auch nicht. Der ist nicht betroffen? Nein. Mhm. Nur die Knochenbänder und Venen werden dadurch betroffen.
Also die Knochen kann ich nicht mehr bewegen, ich kann meine Arme nicht mehr heben, weil beide Schultern eingestreift sind. Mhm. Mein linkes Schultergelenk nicht mehr bewegen, mein linkes Ellenbogengelenk nicht mehr. Mhm. Und habe aber trotzdem noch so weit gearbeitet, soweit ich arbeiten konnte. Über 20 Jahre war ich in der chemischen Industrie noch tätig und bin seit anderthalb Jahren jetzt Rentner geworden. Ja. Ich habe dir das ja in der Sendung schon gesagt, dass ich das mit sehr großem Respekt wahrgenommen habe, wie tapfer du mit diesem Schicksal und mit dieser Krankheit umgehst, die ja nun wirklich eine sehr schwerwiegende Krankheit ist. Richtig, für mich ist es einfach nur natürlich, so auf Leute zuzugehen, wie ich einfach auf dich zugegangen bin und dass man auch die normalen Reaktionen hat. Ja. Vielleicht auch die Freunde von mir kennengelernt, die mit dabei waren, ja, die mit im Auto waren. Das sind ganz normale, nette Freunde, die man im normalen Leben auch kennenlernt. Ja. Du hast gerade gesagt, du vermutest, dass es noch eine große Dunkelziffer von dieser Erkrankung gibt. Das ist richtig, weil viele Ärzte auch nicht davon Bescheid wissen, ja, wie man FOP erkennt und was es sein könnte. Ja. Es gibt auch viele Falschbehandlungen. Du sagtest eben gerade mit der Injektion in den Muskel hinein. Mhm. Es gibt ja auch die Muskelbiopsien, um irgendwas festzustellen, was in dem Muskelgewebe passiert. Also ich würde gerne anbieten, wenn jemand sich angesprochen fühlt und sagt, ich habe irgendwie ähnliche Symptome, dass wir den Kontakt zu dir herstellen und dass diese Person dann die entsprechenden Informationen auch bekommt. Genau, wenn ich mal unsere Website auch nennen darf, das ist die www.fop, also Friedrich-Otto-Paula-ev.de. Mhm. Unter Kontakt, wenn man da eine Mail schreibt, die geht auch an meine Mailadresse. Gut. Antworte ich natürlich sehr gerne drauf. Dann freue ich mich sehr, dass wir auch in meiner Sendung haben sprechen können, Roger. Und wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und vor allen Dingen, dass sich diese Schübe, so kann man das ja, glaube ich, bei euch auch nennen, dass die sich noch sehr lange verzögern und du so einigermaßen noch ganz gut über die Runden kommst. Im Laufe des Alters ist es sicherlich so weit, dass man die meisten Schübe im Alter der Pubertät auch hat. Ja. Und da bin ich eben schon längere Zeit drüber hinweg. Ja, das stimmt. Das wird weniger werden. Und ich komme eigentlich ganz gut zurecht mit meinem Leben. Mit dem Elektrorollstuhl, den habe ich draußen zum Hilfsmittel und bin, seitdem ich jetzt Rentner bin, auch im Vorstand der Selbsthilfegruppe, was auch wichtig ist. Wir haben jährlich einmal ein Treffen in Fallbad Meinertshagen, das ist diesmal. Und da, falls du Interesse und Zeit und Lust hast, würde ich dich auch gerne einladen am 16. August 2003. Oh, ich würde sagen, da telefonieren wir nochmal drüber. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. So, Freunde, jetzt gibt es nochmal ein bisschen Post. Und zwar habe ich eine Mail bekommen von Rosa aus Saarbrücken. Und Rosa ist 29 Jahre alt und Rosa sagt und schreibt, hallo Domian, ich bin eine sehr dicke Frau, wiege 135 Kilo bei einer Größe von 1,70 Meter. Weißt du, ich kann dieses ganze Gerede von den Dicken nicht mehr hören, so nach dem Motto, ich bin dick und fühle mich gut. Das ist doch alles Schwachsinn und Selbstbetrug. Ich komme kaum die Treppen hoch, beim Sex ist alles schwierig. Und ich sehe einfach mit dem Geschwabbel unästhetisch aus. Und Domian, Hand aufs Herz, hättest du lieber eine dicke oder eine dünne Frau im Bett? Eine dünne Frau. Paul, 31, aus Frankfurt, schreibt, hi Domian, du hattest vorige Woche eine ältere Frau in deiner Show, die in Daniel Kübelböck verliebt ist und konntest das gar nicht nachvollziehen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Und ich werde allmählich wahnsinnig, wenn ich diesen Namen höre. Meine Frau nämlich, die auch schon stattliche 35 Jahre alt ist, redet auch pausenlos über diesen Hampelmann. Wahrscheinlich aktiviert dieser Böckelkübel den Glucken- und Beschützerinstinkt bei Frauen aufs Äußerste. Ich habe meiner Uschi gesagt, wenn du in ein Konzert von dem gehst, fahre ich alleine nach Mallorca. So, und dann etwas zum Thema, das wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, nämlich weiblicher Orgasmus, von einer Zuschauerin aus Hamburg, 37 Jahre alt, mit dem schönen, ungewöhnlichen Namen Letizia. Und sie schreibt, Domian, du hattest vor einiger Zeit eine Frau in der Sendung, die noch nie einen Orgasmus hatte. Ich kann dazu sagen, ich habe an die 100 Frauen befragt. Kommt ihr zum Höhepunkt durch Penetration? 95% der Frauen antworteten mit einem klaren Nein. Und genau das ist auch meine Erfahrung. Und ich kann nur sagen, der Druck auf die Klitoris ist absolut wichtig. Und man sollte sich sehr viel Zeit für das Vor- und Nachspiel lassen. Und im Übrigen fand ich deinen Rat gut, dass Frauen sich selbst erkunden müssen. Nur so kann es dann auch mit einem Partner klappen. Jetzt geht's weiter mit euch, mit den Anrufern. Und ich
freue mich auf die Ina. Und Ina ist 20 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Ina. Ja, hallo, grüße dich. Hallo Ina, du klingst so ein bisschen aus der Dose. So ein bisschen. Ja, das wird wahrscheinlich am Handy liegen. Ja, geh mal schön nah dran oder ans Fenster, damit wir eine klare Verbindung haben. Um was geht's bei dir, Ina? Bist du jetzt zufriedener mit, mal, also mit der Verbindung? Ich glaube, das kriegen wir hin. Was ist dein Thema? So, mein Thema ist, dass ich einen Mann geheiratet habe, der mich geschlagen hat und dadurch habe ich auch ein Kind verloren. Mhm. Wie lange bist du mit dem schon verheiratet? Nicht allzu lange. Wir haben am 13. Dezember letzten Jahres geheiratet und die Ehe an sich hat 4 Monate gehalten und dann kam seine neue Perle dazwischen und das war's dann. Ach so, das heißt, du bist mit dem jetzt gar nicht mehr zusammen? Nee, ich bin mit dem jetzt gar nicht mehr zusammen. Mhm. Also wir sind momentan mittlerweile so weit, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Art erzählt er mir, er liebt mich und er möchte mich doch zurückhaben und es war ja doch nicht alles beschissen. Und auf der anderen Seite, also es ist ein Hin- und Herspiel, ein Zerspiel im Moment. Er hat dich so geschlagen, dass du euer Kind verloren hast. Ja, ich habe selber nicht gewusst, dass ich schwanger war zu dem Zeitpunkt. Und ja, er hat mich dann ganz, ganz derbe durch die Wohnung gezerrt, getreten, alles Mögliche dazu und unter anderem mit Springerstiefeln mit Stahlkappe drin und dann in den Unterleib rein. Erst hat er mir einen Stiefel reingeschmissen, mit einem anderen Stiefel hat er dann zugetreten und ja, am nächsten Tag tierische Unterleibschmerzen. Ich war in der Nacht noch im Krankenhaus, hatte das im Krankenhaus auch gesagt, dass ich Unterleibschmerzen hatte, da wurde gar nicht drauf eingegangen und ja, am zweiten Tag dann hatte ich dann das Kind, also das ist ein Gewebeklumpen, der dann abgegangen ist. Mhm. Und was war diesem Streit denn vorausgegangen? Eigentlich nur Lappalie, also seine Feuerwehrkollegen, die machten da irgendwelche dummen Sprüche über mich. Ich bin nicht gerade schlank, aber auch nicht unästhetisch, um Gottes Willen. Also definitiv, also vom Gesicht her super attraktiv, wie mir ständig gesagt wird, gerade in der letzten Zeit. Und um Gottes Willen, also definitiv nicht unattraktiv. Und da kamen halt irgendwelche blöden Sprüche von irgendwelchen Jüngelchen mit, was weiß ich, wie alt die waren, 17, 18 oder so. Mhm. Und die haben dann blöde Sprüche von mir zurückbekommen und mein Mann meinte dann auch noch einen draufsetzen zu müssen, der wirklich unter die Gürtellinie ging. Und daraufhin hat er von mir so einen leichten Schlag an den Nacken bekommen, also mehr einen scherzhaften Schlag. Mhm. Also, es war wirklich er hat noch was Beleidigendes zu dir gesagt und dann hat sich das so aufgeschaukelt. Du hast ihm einen kleinen Schlag in den Nacken gegeben. Ja, ganz normal. Aber eher so als Spaß oder so als... Mhm. Und dann hat er so aggressiv reagiert. Nee, in dem Moment noch nicht. Also das kam, er hat sich dann hochgeschaukelt, sich dann aufstacheln lassen von bestimmten Leuten und wahrscheinlich auch wieder Korn getrunken, was er bis heute nicht zugibt. Und auf Korn reagiert er sehr aggressiv. Jedenfalls. Ja, ich wollte gerade fragen, also Alkohol war auch im Spiel? Ja, sicherlich. Schützenfest ist ohne Alkohol geht's gar nicht. Ach, das war Schützenfest. War das damals das erste Mal, dass er so aggressiv und gewalttätig wurde? Nein. Wie viele Mal gab es das vorher schon? Lass mich jetzt mal überlegen. Warte mal, Mai 2000 war es das erste Mal, dann ein Jahr später, Mai 2001, da waren seine Eltern noch dabei und haben es bei meinen Eltern als Ohrfeige hingestellt. Nur beantworte mir mal bitte die Frage, wie kann man einen Bluterguss in der Größe eines Untertellers am Oberschenkel bekommen von einer Ohrfeige? Dann beantworte du mir doch mal bitte die Frage, wieso du einen solchen Mann geheiratet hast. Du, das ist ja gerade das Interessante. Ich verstehe es selber nicht. Also es ist, ich kann es selber nicht nachvollziehen. Mhm. Ich auch nicht. Vielleicht irgendwo. Ich auch nicht. Wenn so etwas schon einmal oder zweimal passiert ist, wenn es einmal passiert ist, reicht es eigentlich aus, dass man sagt, nein, du nicht, genau du nicht. Das habe ich vorher auch immer gesagt. Mhm. Also es ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. So, hier sind ganz schlimme Sachen passiert. Du hast das Kind verloren, er hat dich zusammengeprügelt, kann man ja schon sagen, und nun bist du aber von ihm getrennt. Warum hast du mich angerufen? Du, einfach um das Ganze mal loszuwerden und einfach um mal irgendwo zu zeigen, dieses Vorurteil mit wegzuräumen, dass, was heißt das Vorurteil wegzuräumen, das sind jetzt die falschen Worte, irgendwo auch zu zeigen, so, hallo, wenn man in der Situation ist, es ist nicht einfach, da rauszukommen, es ist verdammt schwierig, da rauszukommen. Aber warum war es schwierig, da rauszukommen? Warum hast du nicht beim ersten Mal, als er das gemacht hat, schon gesagt, nein, ich will nicht mehr, Schluss? Du, das hatte ich jedes Mal erst gesagt, nur ich weiß nicht, also mein Mann... er wollte sich immer erinnern, es ging dann auch eine ganze Zeit gut. Und ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn wirklich richtig aufrichtig geliebt, so wie ich noch nie einen Menschen... Kann man denn überhaupt jemanden wirklich aufrichtig lieben, der einem so etwas antut? Das geht, ja. Ist mir unbegreiflich, Ina. Ich verstehe es nicht. Du, im Nachhinein, ich verstehe es selber nicht. Es ist ganz, ganz schwierig, wenn man selber in der Situation drinsteckt. Mhm. Vor allen Dingen, irgendwo wird es wohl auch Gewohnheit gewesen sein, die damit bei war. Auch eine gewisse Abhängigkeit vielleicht? Das kann durchaus möglich sein. So, nun ist er
ist er weg von dir? Bist du denn ganz klar entschieden, dass du sagst, nein, mit diesem Mann wirklich nie mehr? Oder gibt es immer noch was Schwankendes in dir, dass du eventuell nochmal zu dem zurückgehst? Es ist immer noch dieses Schwanken. Also ich wünschte, es wäre nicht so. Ina, das ist aber wirklich der absolute Wahnsinn. Nach dem, was wir gerade gehört haben. Bitte? Ich weiß es selbst, dass es der absolute Wahnsinn ist. Das ist vielleicht für mich auch irgendwo so ein Ventil, dass ich jetzt bei dir angerufen habe, um endlich mal irgendwo den inneren Schweinehund überwinden zu können oder den Tritt in den Hintern zu bekommen oder wie auch immer. Also ich frage mich ja da manchmal, wenn ich solche Geschichten höre, jetzt in deinem Fall auch noch, was um Himmels Gottes Willen soll denn noch passieren? Dass du wachgerüttelt wirst? Ich weiß es nicht. Dass du jetzt, dass du überhaupt jetzt noch auf die Idee kommst und sagst, ja, irgendwie, vielleicht liebe ich den auch noch. Eigentlich müsste jetzt so ein ganz klares, entschiedenes Nein kommen und sagen, ich verachte den nur noch, ich will nie wieder was mit dem zu tun haben. Der soll aus meinem Leben verschwinden. Punkt. Das Schlimme ist gerade, ich habe sehr, sehr viele Gedanken, die in diese Richtung gehen. Sehr, sehr viele. Also ich bin auch mittlerweile mit einem Anwalt in Kontakt und der wartet nur noch auf den Startschuss, dass ich dann endgültig sage, so komm, jetzt schreib mal den Brief an ihn. Und es ist ja so, du musst ja wirklich, normalerweise gibt es ja diese Härtefallscheidung, was ich dann auch bevorzugen würde, nur die Möglichkeit haben wir nicht. Das heißt jetzt erstmal das Trennungsjahr, dann nächstes Jahr im April wird die Scheidung eingereicht und mit ganz, ganz viel Glück sind wir dann im Dezember nächsten Jahres geschieden. Wenn du schwankend bist, was kommt dir denn Positives in den Sinn? Was ist denn so an schönen Gedanken da, was dich zu ihm zurückholt? Gedanklich. Das ist einmal unsere gemeinsame Musikrichtung vielleicht. Also Heavy Metal. Was? Gemeinsame was? Musikrichtung. Ja, das ist zum einen also Heavy Metal und wir sind auf diversen Festivals gewesen und es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Dann genauso, wo ich wirklich nicht sagen kann, dass es da Probleme gab, was wirklich perfekt gelaufen ist, ist unser Sexualleben gewesen, wunderbar. Und es sind halt verschiedene Kleinigkeiten. Also es sind schöne Momente, so sehr viele schöne Momente. Okay, es mag ja auch sein, dass da gute Sachen passiert sind oder schöne Sachen passiert sind. Ich finde allerdings, dass all diese Sachen, all die schönen Sachen, die sind irreparabel geschädigt und beschädigt durch sein Verhalten, was er an den Tag gelegt hat. Das stimmt. Und ich glaube, das allerbeste Training ist, wenn du dich dazu zwingst, aber da musst du dich auch zu zwingen, dass du immer, wenn diese schönen Sachen hochkommen, vielleicht auch so eine gewisse Melancholie, dass du dich einfach zwingst, die aus deinem Gehirn wegzuschieben, erstmal zur Seite zu schieben. Also was ich seit geraumer Zeit versuche, ich versuche ihn einfach nur zu hassen. Ja, was heißt versuchen zu hassen? Und dem eigentlich nicht nur zur Seite zu schieben, sondern dem einfach entgegensetzt, was er mit dir gemacht hat und wie sehr er dich verletzt hat. Deswegen versuche ich ja, ihn zu hassen. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich versuche ihn wirklich so weit irgendwie aus meinem Leben rauszukriegen, in Anführungsstrichen rauszutreten, dass ich wirklich sagen kann, ich finde überhaupt nichts mehr an diesen Menschen. So. Das heißt, weg mit den schönen Gedanken. Die müssen letztendlich alles relativieren, was geschehen ist. Du darfst das nicht irgendwie hochkommen lassen, sondern führ dir immer wieder vor Augen, was er Schlimmes gemacht hat und was er in dir und mit dir angerichtet hat. Ja, sicher, nur alleine ist es sehr, sehr schwierig. Aber das musst du machen. Natürlich ist es schwierig, aber das ist der einzige Weg, um wirklich von ihm loszukommen. Ja, das ist mir alles auch vollkommen klar. Nur man muss sich das immer wieder theoretisch vor Augen halten, nur so geht es. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte reden, Ina? Ich denke mal, das wäre eine gute Möglichkeit. Das finde ich auch. Dann legst du auf und die Elke ruft dich gleich an. Ja gut, jetzt noch mal eben was anderes, bevor wir das Gespräch beenden. Ja? Du sagtest gerade irgendwie auf irgendeine Post von irgendjemandem, du suchst noch so einen Hirsch. Ich hätte da eventuell noch einen für dich. Ehrlich? Ja, wirklich. Genau so einen weißen Hirsch? Ob es genau der gleiche ist, weiß ich nicht. Er sieht verdammt ähnlich aus. Aus Porzellan? Also ja, aus Porzellan, auch in dieser rührenden Stellung. Das wäre ja sensationell. Das heißt, wir rufen dich auch nochmal an, meine Redaktion, und dann können wir das besprechen. Ja, könnt ihr gerne machen. Das wäre ganz toll. Alles Gute. Gut, und ich wünsche deinem Team noch alles Gute und ein ganz, ganz dickes Lob an deine Leute. Vielen Dank. Tschüss. Alles klar, danke dir. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050. Das hier ist die kostenfreie Telefonnummer für unsere Telefon-Talkshow. Wenn ihr Lust habt, mich anzurufen und mit mir zu reden, über was auch immer, dann macht das, ruft an. Oder mailt uns unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Jetzt bin ich verbunden mit der Jacqueline. Jacqueline, guten Morgen. Ja, hallo Domian, guten Morgen. Ich grüße dich. Wie alt bist du? Ich bin 27. 27 und heißt Jacqueline. Richtig. Um was geht's? Und zwar habe ich gerade das Gespräch mitbekommen von meiner Vorrednerin und bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Sie ist das Opfer und bei mir ist halt mein Partner, der das Opfer ist. Das heißt, du schlägst deinen Partner? Ja. Du bist verheiratet?
Wir sind verheiratet, ja. Ja, wie lange schon? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Kinder? Also nee, 5 Jahre verheiratet und 7 Jahre zusammen. Na gut. Ja. Kinder? Kinder würde ich gerne, er möchte es nicht, solange ich das mit der Aggression nicht im Griff habe. Er sagt, nachher übertrage ich das auf die Kinder und das wäre keine Perspektive für die Kinder. Was heißt das genau, du schlägst deinen Mann? Erzähl mal. Also sobald es geht um Kleinigkeiten, sag ich mal, wenn er zum Beispiel nicht den Müll runterbringen möchte oder beim Geschirrspülen helfen möchte, dann raste ich aus. Also es war schon mal so schlimm, wir hatten einen Streit, da wollte ich nachts meine Sachen packen und er hat mich nicht gehen lassen. Mhm. Und dann habe ich ihm das Messer in den Rücken gestochen. Wie bitte? Du hast ihm das Messer in den Rücken gestochen? Ja. Wegen so einer Lappalie? Ja, das ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Da ist bei mir, da fällt eine Schranke runter und dann... Also ich gehe jetzt nicht behutsamer mit dir um, nur weil du eine Frau bist. Nein. Ne? Um das gleich klarzustellen. Ja. Du hast ihm ein Messer in den Rücken gerammt. Ja. Wie schwer verletzt war er? Also es war schon eine Schnittwunde. Man sieht die Narbenbildung also heute noch. Hm. Ich habe das dann verpflastert und es hat mir auch leid getan danach. Aber ich kann das trotzdem nicht ändern, diese Situation. Ja, aber was ist denn da in dir los, Mensch? Ich weiß es nicht. Also meine Cousine sagt immer zu mir, es kommt vielleicht aus der Kindheit, weil ich auch sehr streng erzogen worden bin, keine Freiheiten hatte und auch immer sehr eingeengt wurde. In all diesen Jahren, während ihr zusammen seid oder während ihr verheiratet seid, war das von Anfang an so? Ja, eigentlich schon. Mhm. Am Anfang ist ja noch dieses Verliebtheit und man gibt sich ja noch viel Mühe. Ja. Wie oft kommt es zu solchen gewalttätigen Übergriffen deinerseits zu deinem Ehemann? Also manchmal so zweimal in der Woche kriegt er schon mal eine Backpfeife. Zweimal in der Woche? Was ist denn das für ein Waschlappen, dein Mann, Mensch? Ja, dass der das mitmacht? Ja, er liebt mich halt und er sagt immer zu mir, ich sollte da irgendeine Lösung finden. Und das sagt er dir jetzt seit 5 Jahren oder seit wie vielen Jahren? 5 Jahren. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ich weiß. Aber ich finde es auch unglaublich wiederum von dir, Jacqueline, dass du das so in aller Normalität erzählst. Ich rufe dich an, um irgendwie Hilfe zu bekommen. Hast du denn schon mal irgendwann versucht, dir selbst Hilfe zu holen? Irgendwo? Ja, ich mache das immer. Ich bin halt mit meiner Cousine viel zusammen und wir sprechen darüber und sie sagt mir, ich sollte bei so einem Psychologen aufsuchen. Mhm. Aber irgendwie habe ich nicht den Mut gefunden, das zu machen. Nun bin ich ja schon mal froh, dass du hier angerufen hast und den Mut gefunden hast. Ja. Und du kannst ja froh sein darüber, dass dein Mann nicht längst schon weg ist. Ja. Was eigentlich der Fall sein sollte, wenn also das eine Frau mit mir machen würde, das würde sie einmal machen, aber auch niemals wieder. Niemals. Ich weiß. Ich müsste es eigentlich wissen, weil es mir selber als Kind immer wieder widerfahren ist. Wie denkst du eigentlich über deinen Mann? Verachtest du ihn auch so ein bisschen für diese Schwäche? Für seine Schwäche? Ja, dass er nicht klar entschieden sagt, nein, mit mir nicht, ich gehe. Nee, ich bin ja froh, dass er, was heißt, ich denke mal, das ist Liebe. Das kann auch Dummheit sein oder Abhängigkeit. Ja, darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Mhm. Also, Jacqueline, ja? Das aller Wichtigste ist, was du machen musst, ja? Ist, dass du wirklich zu einem Therapeuten gehst. Ja. Und möglichst gestern und nicht morgen. Und würde sich denn sowas auf die Kinder übertragen können, dass ich dann vielleicht damit der Situation... Ich finde das eine sehr gute Entscheidung, dass ihr keine Kinder habt. Natürlich. Was ist denn das für ein Vorbild, wenn die Kinder mitbekommen, dass die Mutter den Vater mehrfach in der Woche schlägt? Oder wenn die Kinder sogar mitbekämen, dass die Mutter solche schlimmen Sachen macht wie mit dem Messer, was du gerade erzählt hast? Ja. Hast du dich denn danach nicht unglaublich geschämt vor ihm, dass du das, du hättest ihn ja umbringen können? Ich weiß, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen und mir ging es auch nicht gut. Entschuldigst du dich dann wenigstens hinterher? Doch, das mache ich. Ich muss dann erstmal zwar meinen Stolz durchbrechen, aber ich entschuldige mich dann. Also es sind letztendlich immer Lappalien, wegen denen du ausrastest? Ja, es ist auch so, dass ich mich dann auf der Arbeit zickig dann da so rum und die Mädels dann immer sagen, warum bist du so heute so kess, so frech? Und ich merke das selber gar nicht. Und es ist nie bei deinem Mann, wenn du zu Hause bist, in der Familie, also in der Wohnung, da ist Alkohol und so, das ist dann nicht Nein, im Spiel. Gar nicht. Wir trinken überhaupt keinen Alkohol. Mhm. Aber ich komme nochmal auf diesen heftigen Fall zurück, als du das Messer gezogen hast und ihm in den Rücken gestochen hast. Wie hat er denn dann währenddessen und auch hinterher reagiert? Also hat er zwar gebrüllt, der würde sich aber nie jetzt, sag ich mal, handgreiflich mir gegenüber verhalten. Mhm. Der ist dann gegangen und ist dann irgendwann, weiß ich nicht, wiedergekommen. Er war nicht im Krankenhaus? Nee, wollte er nicht. Also was auch immer mit deinem Mann da los sein mag,
das steht jetzt auch gar nicht zur Diskussion. Zur Diskussion steht, dass mit dir eine ganze Menge nicht in Ordnung ist. Das sagt mir meine Cousine, deswegen rufe ich dich ja auch heute an. Ja. Meine dringende Bitte, mein dringender Rat, so schnell wie möglich psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Ja. Und ich biete dir an, dass du jetzt erstmal noch eingehend mit meiner Psychologin reden kannst. Da hat mir jemand eine Telefonnummer so eben gegeben, wo ich mich anwenden kann. Nee, wir machen das so, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Okay. Darf ich dich noch was fragen? Jetzt, aber ganz schnell. Okay, meine Cousine hat dir mal ein Bild geschenkt und ich soll dich fragen, wie du das findest. Ein Bild? Aus seinen Malerei. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Ich weiß, ich habe mal irgendwas Seidenmalerei-mäßig bekommen, was ich sehr schön fand. Ja. Das können wir jetzt nicht vertiefen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Okay, ich danke dir aber trotzdem. Alles Gute. Für die andere Sache. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dann wieder im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen um 1 Uhr nachts. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß und gute Unterhaltung bei Nightwash. Und schöne Pfingsten wünsche ich euch auch. Bis dahin, ciao.